In dieser Aufgabe sollen wir jetzt einmal die Querkräfte an ganz bestimmten Punkten eines Systems berechnen. Das heißt, wir haben hier so ein System gegeben und sagen jetzt, okay, wir haben jetzt vier Punkte, also vier Stellen, die wir untersuchen möchten, und da sollen wir die Querkräfte berechnen. An sich gibt es da zwei Möglichkeiten, die man anwenden kann. Die erste Möglichkeit, die ist, wir suchen uns hier zum Beispiel im Bereich 1, der liegt ja hier. Den schneiden wir frei und dann bauen wir unseren Querkraftverlauf auf als Funktion, so wie wir es kennen. In diesem Fall müssten wir das in Form eines Radius machen, beziehungsweise abhängig vom Winkel. Oder wir machen hier den zweiten Weg, den ich persönlich schneller finde. Wir gucken uns einfach nur die Stelle an. Also, als allererstes, wir müssen uns dafür die Auflagereaktion bestimmen. Denn wir haben hier verschiedene Punkte, wo wir auch die Auflage mit benutzen, aber die sind nicht gegeben. Bestimmen tun wir die, wie wir es immer machen: Momentengleichgewicht, Kräftegleichgewicht. Also hier Momentengleichgewicht um den Punkt, hier mache ich um den Punkt B, trage mir hier jetzt meine Auflagereaktion ein, BE3 und BE1, dann hier oben AE1. Die einzige Besonderheit hierbei ist dieser Radius, beziehungsweise dieser Weg, einmal hier und einmal hier. Mache ich eine andere Farbe, so und so. Die blaue Strecke ist diese Strecke hier. Denn der Weg, der uns interessiert, Angriffspunkt dieser Kraft F, ist ja hier dieses blaue Stückchen. Und der ist R Cosinus, das ist dieses Stückchen, minus R, und R ist ja das Gesamte. So. Und bei R Sinus ist es einfach hier diese Strecke. Ne? So, das muss man wissen. Nicht einfach den Cosinus von R nehmen, das wäre der falsche Weg. Dann ganz normal wieder umstellen und am Ende kommen wir hier direkt auf die Kraft von A. Dann Summe aller Kräfte in E1 gleich 0 und Summe aller Kräfte in E3 gleich 0 und wir kommen hier auf BE1 und BE3. So, das hatten wir ja schon besprochen, dass das ein Halbkreisbogen ist und dass man da keine Probleme hat und dass das einfach ist. Dann jetzt kümmern wir uns um die einzelnen Teile. Also wir sollen zuerst im Bereich 1 Q an der Stelle Phi Pi halbe berechnen. Als erstes guckt man sich das System an und sagt, okay, Phi Pi halbe, welcher ist das denn? Ja, wir haben hier gezeigt, Phi läuft von hier dieser Horizontalen ab nach rechts weg. Also müssen wir von Phi Pi halbe nach rechts gehen. Und das ist genau ein Viertel, also wäre das quasi exakt hier. Jetzt ist es aber so, da das der Bereich 1 ist, ist es so definiert, dass wenn wir jetzt einen Schnitt machen, wir diesen Schnitt infinitesimal klein links von C machen. Also links von dem Punkt C. Der Punkt C ist dieser Kreuzpunkt. Das bedeutet, wir sind hier, wenn man das ein bisschen ranzoomt, ganz minimal links davon. Eigentlich sieht man das nicht. Ich versuche es aber zu verdeutlichen. Und wenn wir jetzt alle Kräfte auftragen, haben wir hier dieses System. Diesen Viertelkreisbogen, dann die Kraft AE1, die wir berechnet haben, und unsere Querkraft. Ja, eigentlich hätten wir noch die Normalkraft dazu und das Moment. Das interessiert uns hier aber nicht. Ich will es jetzt nicht zu voll packen, deswegen schreibe ich nur die Querkraft dahin. Und dann machen wir Summe aller Kräfte in E1 gleich 0 und kommen darauf, dass Q an der Stelle Phi gleich Pi halbe gleich AE1 ist. So, haben wir direkt die erste Lösung. Wenn wir uns nur diese Hälfte angucken. Dann sollen wir Q an der Stelle x gleich c bestimmen. Jetzt haben wir hier zwei Punkte. Erstens sagt uns dieses System hier gerade c, x. X ist hier, x ist eine Laufvariable, halt die Horizontale, beziehungsweise die an einer Geraden liegt, ja. Und Phi ist ja ein Winkel. Das heißt, wenn hier steht Q von x gleich irgendwas, wissen wir, okay, das ist schon mal an einer Geraden. In diesem Fall haben wir nur eine Gerade, also kann es sich hier nur um diesen Balken handeln. Und wenn da steht C, gut, dann ist das hier, wenn ich jetzt nochmal mit Grün schneide, genau dieser Punkt, der infinitesimal rechts vom Bogen liegt, ganz am Anfang dieser Geraden, im Punkt C. Wenn ich den freischneide, habe ich hier jetzt das erste Mal ein linkes Schnittufer. Ich könnte das so freischneiden, dass ich sage, okay, ich gucke mir alles, was links davon ist, an. Dann habe ich aber sehr viele Kräfte, den kompletten Bogen. Und das finde ich eigentlich nicht so schön, wie als wenn ich sagen würde,
Okay, ich gucke mir einfach nur alles an, was rechts davon ist. Denn rechts und links müssen gleich sein, da sie die Schnittgrößen sind. Die müssen übereinstimmen, die Schnittgrößen. Das heißt, alles, was rechts ist und was links von meinem Schnitt ist, müssen sich in den Schnittgrößen ausgleichen. Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, ich habe hier an der Stelle die Schnittgrößen in die andere Richtung eintragen müssen. Also hier habe ich einmal Q von x, wirkt positiv nach oben. Dann habe ich n von x, also ein bisschen deutlicher, n von x positiv nach links und m von x dreht positiv nach rechts. Dann habe ich hier rechts nur meine Kraft F und den Hebelarm und kann jetzt wieder Summe aller Kräfte in vertikale Richtung gleich 0 machen und komme hier direkt, dass Q an der Stelle x gleich 0 F ist. So, das ist so ein direkter Einzeiler, da muss ich überhaupt nicht rechnen. Hätte ich das jetzt auf der linken Seite geschnitten, also hätte ich die linke Seite benutzt nach meinem Schnitt, dann hätte ich hier rechnen müssen. Das heißt, je nachdem, wie ich mir meinen Schnitt packe, kann ich mir viele Sachen sehr stark vereinfachen. So, jetzt haben wir hier den nächsten Fall. Wir sollen hier jetzt in Punkt 3 Phi gleich Pi halbe machen. Und dann fällt uns direkt auf, okay, hier oben war Phi gleich Pi halbe und hier ist Phi gleich Pi halbe. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden? Der Unterschied in der Lösung, den zeigen wir gleich, aber in der Berechnung muss man dann einfach hier drauf achten. Oben steht der Bereich 1 und unten steht der Bereich 3. So, das heißt, wir haben hier einmal, nee, das ist falsch, da habe ich mich vertan. Hier kommt Bereich 2 hin, ich habe den Bereich 2 genannt, den Bereich nenne ich 3. Also es handelt sich hier um diesen Bereich, ja. Und einmal haben wir jetzt, ich nehme jetzt mal hier diese grüne Linie, die verschiebe ich jetzt mal. Einmal haben wir da oben geschnitten und jetzt schneiden wir infinitesimal darunter. Der Unterschied ist minimal, eigentlich ist er nicht zu sehen von der Längeneinheit her, weil wir infinitesimal verschieben. Aber da wir schon verschieben, hat auf einmal hier die Kraft F mit ihrem Hebelarm einen Einfluss. Und das sehen wir jetzt einmal an dieser Stelle hier. Wir schneiden und sehen, okay, diese Kraft F muss ich jetzt berücksichtigen. Da wir aber an dieser Stelle nur die Querkraft berechnen und die Kraft F nur vertikal wirkt und nicht hier in diesem Sinne horizontal, ja, weil hier Q wirkt ja horizontal, hat Kraft F, wenn wir Summe aller Kräfte in die 1-Richtung machen, ja keinen Einfluss. Wir haben wieder A minus Q von X und Q von X ist dann gleich A. Und das ist dasselbe Ergebnis wieder oben. Das liegt aber auch daran, dass die Kraft F hier nur vertikal greift. Würde diese Kraft jetzt gekippt sein, also hier hätte die so eine Komponente hier noch, dann würde sich das ändern. Darauf muss man dann halt achten. Die Kraft hätte hier oben wiederum keinen Einfluss, aber hier, wenn sie gedreht wäre. Darauf muss man dann bei solchen Systemen sehr stark achten. Und als letztes sagen wir, okay, wir möchten gerne Q3 von Phi 3 Viertel rechnen. Da muss ich erstmal gucken, ich renne da 3 Viertel Pi nach hier und sehe, okay, das ist halt direkt der Angriffspunkt von F. Und auch hier habe ich wieder die Wahl, ich kann schneiden. Entweder schneide ich minimal rechts davon hier und gucke mir dann das System, was da ist, an, oder ich schneide minimal hier, gucke mir das System an, was da ist. Also das ist wieder, an sich ist das ein Schnitt, nur ich muss halt immer dann denken, die Kraft mit reinzuziehen. Hier habe ich mich für den unteren Schnitt entschieden, ganz einfach, da sind weniger Kräfte und weniger Unbekannte. Wenn ich oberhalb schneiden würde, dann kriege ich halt noch mehr Kräfte und Unbekannte. So, dann muss man hier jetzt darauf aufpassen, wie man sich das setzt. Also an der Stelle habe ich Q, das ist Q von Phi 3 Viertel Pi. Ja, hier unsere gesuchte Q. Und ich habe das jetzt so gedreht, dass ich sage, okay, Q von X lasse ich so, weil das ja auch in dieselbe Richtung angreift wie meine Belastung F. Und muss nur hier meine Auflagereaktion, die muss ich jetzt einmal um den jeweiligen Winkel, um den ich das drehe, verschieben. In diesem Fall sind das 45 Grad. Muss die also quasi so ausrichten, dass die
genauso wirken wie meine Kraft, ja, also dass die Kraft und die Kraft parallel zueinander sind, ne? Damit ich halt Summe aller Kräfte gleich 0 machen kann. Das ist das Ziel davon. Das heißt, ich teile einfach BE3 in Cosinus Alpha auf und BE1 in Cosinus 45, forme das dann um und komme dann hier auch auf die letzte Querkraft von 19,99 Newton. Wie gesagt, in diesem System, also alle von diesen Systemen sind relativ einfach zu lösen. Man muss halt hier auf diese folgenden Fälle achten. Entweder nehme ich das linke Schnittufer oder das rechte Schnittufer. Am besten immer da, wo die wenigsten Unbekannten sind oder halt die wenigsten Kräfte an sich. Oder so wie wir es in Fall 4 gemacht haben, da wo ich so gut wie keine Kräfte wirklich, also die Querkräfte einfach so stehen lassen kann und sie nicht aufteilen muss. Das kann man jedem selbst überlassen, wie man das macht. Ich bin halt der Fan davon, immer möglichst kurze Schnitte zu nehmen und wo halt auch dann bekannte Kräfte liegen.